Wer einer von euch hat die letzte Folge nicht geschaut? Ich hetze einen Todbringer auf euch. Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. In der letzten Folge haben wir einen Todbringer besiegt. Der war irgendwie total der einfache Boss an sich. Und irgendwie ganz, ganz weird. Wir haben es auch recht gut überlebt. Aber ich weiß auch nicht, was da los war. Also ganz, ganz weird. Schaut euch auf jeden Fall die letzte Folge an. Wir haben wieder Kontakt zu unserem geheimnisvollen Fokusträger aufgenommen. Und dann haben wir einen Scan durchgeführt an einem dieser Tore, wie im Mutterberg am Anfang. Und ja, der ist jetzt offen und wir dürfen rein. Let's go! Hätte vielleicht hier schneiden sollen, das wäre bessere Dings gewesen. Okay. Wir haben keine Pfeile mehr. Weil wir alles verbraucht haben. So. Doch, das normale, gut. Dr. Sobek, Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrow. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? Ich habe obviously keine Ahnung, aber das sieht alles sehr verfallen aus. Und ganz kurz eine Story-Prediction. Irgendwie damals ist irgendwas in so einem Labor schiefgegangen und wir sehen halt so aus wie die und wir erfahren jetzt, dass diese Maschinen durchgedreht sind oder so ähnlich. Und dass vor 100 Jahren die Welt wirklich noch schön war. Okay, hier scheint es nicht für uns runterzugehen. Hochzugehen. Wir müssen scheinbar runter. Jetzt lass doch hier los. Hallo? Wieso lässt sie sich nicht los? Oh mein Gott, ich springe einfach von oben runter. Perfekt. Wir sind wieder in einer so einer Dings. Kann ich das nicht abspielen lassen? Normalerweise konnte ich das. Nö. War cool. Wir müssen jetzt auf jeden Fall in das Büro von Pharos. However. Ja, irgendwie habe ich da nicht so das gute Gefühl bei der Sache. Aber mal schauen. So, bin ich sichtbar? Ist hier unten? Was? Ein Todbringer. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und Sie haben sie verehrt? Willkommen bei Pharrow Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Ich sag's euch, wegen dieser... Programmdings leben die Menschen jetzt wie in früher Jäger-Sammler-like. 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmen sitzen auf der ganzen Welt. Ist Pharrow globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken Vollautomaten. Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Ja, ich sag's. Ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Ihr habt jetzt meine vollste Story-Prediction. Oh mein Gott, wo sind wir? Erstmal ins Notizbuch. Hier können wir uns Sachen anschauen. Maschinen, was gibt's denn da Neues? Ja, okay, aha. Ein Glück, dass wir den langen Beinen voll aus dem Weg gegangen sind in der letzten Folge. Entschuldigt bitte. Die Verdorbenen, klar. Von denen gibt es auch nochmal einfach genau das Gleiche. Kennen wir. Der ist cool. Den haben wir in der letzten Folge besiegt. Schaut euch die letzte Folge auf jeden Fall an. Und hier gibt es auch noch
Die sind wahrscheinlich aus dem DLC. Das glaube ich hier auch mit included sein sollte. Wir gehen mal weiter. Oh, Loot? Vorbereitung ist alles. Die Luft. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts Natürlichem. Noch ein Einsturz. Aber ich sollte durchpassen. Okay, wir schauen uns, glaube ich, am Ende des Let's Plays nochmal das gesamte Notizbuch an. Where do I have to go? Hier lang, ja. Also, hätte ich da runterfallen sollen? I think wir müssen da sowieso runter. Ja, scheint so. Hier geht's wieder hoch. Sieht aus, als könnte ich hier hochklettern. Hier ist auch eine Leiter, also bitte. Oh. Ah, nee, das wollte ich jetzt nicht. Ah, ich wollte das. Das war geplant. Wo bitte? Ich muss nach oben. Aber. Komm ich nach? Ich kann doch nirgendwo hinspringen, ohne runterzufallen. Ja, ich fall hier runter. Ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Was denn? Hä? Achso. Also vielleicht das hier. Und ich muss jetzt noch weiter nach oben. Hier ist eine Leiter. Hier ist die Leiter. Also die nehme ich. Willst du dich da mal hoch? Wie komme ich jetzt von hier noch höher? Abgesehen von hier. Weil das scheint ja nur zu Loot geführt zu haben. Ja, obviously. Ey, das ist kein Jump-and-Run-Spiel. Das ist das Letzte, was... Oh, maybe. Maybe vielleicht hier rum. Nein. Seh doch hier, dass es hier nach rechts weitergeht. Dankeschön. Das Spiel hat schöne Kletterpassagen, aber bitte nicht solches Jump'n'Run. Das passt nicht zum Rest des Spiels. Tut mir leid, das sagen zu. Aber das passt gar nicht. Wo bin ich hier? Ich weiß, ich könnte mich jetzt hier... Ich weiß, ich könnte mich jetzt hier eine Stunde umgucken oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich soll. Wo muss ich hin? Was sind das für Kletterpassagen? Warum tut ihr das, Entwickler? Ein weiter Weg nach oben. Fast überall gefrorenes Metall. Das Rubik macht es mir nicht leicht. Was war das jetzt? Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Also im echten Leben würde ich das ja ganz anders sehen. Es scheint hier oben kalt zu sein. Welche Überraschung. Ey, hier runterfallen und tot. Wie weit geht's denn da runter? Das geht ja noch. Für das alles, wenn ich... Oh, und Loot. Ist die Kälte. Nee, nicht Loot. Stell dir vor, wie die Sonne deine Haut wärmt. Ey, hier ist so viel Loot, dass ich schon wieder ultra Angst vor einem ultra schweren Kampf habe. Das vereist. Fall da bitte nicht runter. Ey, wenn ich hier runterfall, ich bin einfach tot.
Wir sind Zeissapfen. Ich kann die Kamera auch nicht freidrehen. Ja, sowas sieht man halt nicht, wenn man die Kamera nicht richtig bewegen kann. Aber es ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und das macht das Ganze mystisch spaßiger. Auch wenn mir diese Kisten Angst machen. Wir laufen auf einmal so. Bitte, bitte halt dich fest. Oh mein Gott. Ey, ich dachte gerade, jetzt ist es aus. Weißt du, warum das drin ist? Das ist drin, damit das Spiel psychischen Horror aufweist. Das hat das Game aber nicht nötig. Ja, ein Problem, so kletter ich auch immer. Warum ist die Kamera jetzt auf einmal so richtig seitlich weird platziert? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay. Ich hoffe, die Kletterpassagen sind im zweiten Teil ein bisschen besser. Ganz ehrlich, mich stört das viel mehr bloß. Ist das schon wieder eine Kiste? Nee, wieder so ein Datenpunkt. Ich habe das nicht ausgewählt. Ein Weg nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe. Nur ein paar Griffe. Okay, geschafft. Was hier wohl zu finden ist. Rockfalle. Das ist so eine Art Konferenzraum. Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Was? Eine? Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Killer. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Ja, ich wusste es. Die Prediction war right. Die Idee ist, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elisabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmellis. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja. Bevor alles rauskommt, meinst du? Lese ich alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Die Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht. Aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter.
Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Also, ich... Eine letzte Datei wiederhergestellt. Also, ich persönlich glaube zu 100%, dass es wirklich so ist, wie ich denke, dass dieser Typ diese Roboter gebaut hat, um die Menschheit zu unterstützen. Und die haben sich dann so weiterentwickelt, KI-like, und wollten einfach alles ausrotten und so Zeugs. Und jetzt sind wir hier in Stämmen, Zivilisation wie vor 10.000 Jahren. Und keine Ahnung. Letzte Datei anhören. Projekt Zero Dawn. Himmel, Liz. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das? Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz. Du musst mir nicht drohen. Also... Ich unterschreibe. Sie ist positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Ja, ja. Verstehe. Gott, vergib mir. Also, ich hatte mit meiner Story-Prediction irgendwie recht. Und, also eigentlich hätte die Menschheit so sein müssen wie wir jetzt. Vor Computern und Technik. Und jetzt leben sie halt alle wieder zurück in Stämmen, weil diese Maschinen so weit die Menschheit und die Technik ausgerottet haben, dass es das irgendwie, ja, uns zurückgeworfen hat. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Wo ist? Verlasse die Ruine. Also, ich denke, dass ich schätze richtig liege. Ja. Mehr Schaden. Also. Wenn ich wirklich richtig liege, heißt das, dass dieser Typ die Menschheit komplett zerstört hat, weil er irgendwelche Roboter bauen will. War nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich verstehe das! Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Hans! Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ja. Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name... Ja? Silence. Das ist mein Name. Silence. Okay. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial.
Jo, das alles liegt 10.000 Jahre vor meiner Zeit, ja? Also, ich verstehe. Okay, Silence. Das war deutlich. Ich kam hierher, um mehr zu erfahren über diese Elisabeth Sobeck. Und das habe ich. Aber was ist meine Verbindung zu ihr? Und warum will die Eclipse mich töten? Und wer ist Hades? Keine Antworten. Nur immer noch mehr Fragen. Genau. Ganz genau. Und darum ist es Zeit, deine Untersuchung auszuweiten. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobeck. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Ja. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Ich weiß es ehrlich gesagt. Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Also, es wird ja einen Grund haben, warum das Spiel Horizon Zero Dawn heißt. Ja? Das Projekt heißt Zero Dawn. Also muss es ja irgendeinen Grund geben, warum dieses Projekt es in den Titel des Spiels geschafft hat. Ich habe Fragen. Nicht so schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Wer ist Hades? Soweit ich sagen kann, befolgt die Eclipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eclipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, einen Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ. Das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom. Mit schrecklicher Stimme. Was zu 100% eine KI. Das ist meine nächste Prediction. Hades ist eine künstliche. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eclipse Pharaoh-Roboter. Doch wenn Elisabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Oh nein, ich fange jetzt erst an. Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht. Beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. Gehen eine nach der anderen mal durch. Du weißt schon länger, dass die Pharaoh-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus-Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher was heißt hier noch nicht? Beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein werden. Auf gar keinen Fall, vielen Dank. Ich muss dann mal los. Und was machst du eigentlich hier? Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Du machst das hier jetzt wirklich persönlich? Ja. Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte, Sucher nach altem Wissen, wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eclipse?
Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eclipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Und wie kannst du meinen Fokus nutzen? Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Aber wie? Jeder Fokus sendet ein Signal. Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und das nennt man andere Formen von Telefon oder Handy oder was auch immer. Bitte nenn das doch beim Fachbegriff. Wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eclipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist kompliziert. Okay. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Kann es sein, dass Elisabeth Sobeck noch leben könnte? Besteht denn die Möglichkeit, dass Elisabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Ich frage mich, was sich die Menschen in 1000 Jahren über dieses Spiel denken. Wie kam man 2017 raus? Denken wir, im Jahr 3017 spielt jemand dieses veraltete Spiel mit schlechter Bibliografie etc. Und denkt sich so, was dachten sich die Menschen vor 1000 Jahren? Kann vielleicht auch sein, dass das wirklich so stimmt. Ich würde das ja nicht sagen, aber das ist halt so. Das habe ich jetzt gerade die ganze Zeit in meinem Kopf drin. Was denken sich die Menschen in 1000 Jahren über dieses Spiel? Pharmazeutika zumeist. Ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Mit dem Einfrieren von Menschen? Ja, für längeres Kryogenik Überleben. Kryogenik nannten sie das. Aber weißt es was? Gab Probleme damit. Bei Elisabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Sag mal, doch das ist Spekulation. Also, Zeitverschwendung. Wie viel muss ich denn bezahlen, dass ich das wissen bekomme? Okay, aber wir sind jetzt erstmal fertig. Ich gehe noch auf die Suche. Elisabeth sagte Ted Farrow, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Tja... runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hierauf. Und jetzt zum US-Roboterkommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Warte mal. Ich habe für diesen Ort hier eine eigene Karte? For real? Okay. Ich bin gerade überhaupt nicht verwirrt. Ich verstehe gerade, warum auch immer, aus welchem Grund auch immer gerade voll und ganz was abgeht. Und ich liebe es. Oh mein Gott, fühle ich dieses Game. Leute, wenn ihr das auch so fühlt, zeigt das auch gerne mit einer positiven Bewertung. Und wenn ich das richtig sehe, müssen wir doch einmal komplett... Oh mein Gott, wir kommen hier an so einem neuen Gegner vorbei. Einmal noch mal komplett durch die ganze Welt laufen. Ich würde euch das am liebsten rausschneiden. Aber wer weiß, ob wir was Spannendes entdecken. Und ich bin mir sicher, für die Leute, die das nicht so spannend finden, die schalten wahrscheinlich jetzt dann ab. Ein Verderber. Sag mal, was ist denn hier los?
Das freut mich aber. Die Eclipse und verdorbene Maschinen. Sie arbeiten zusammen. Eine glückliche Familie. Okay. Also so viel zu Langeweile. Wenn ich jetzt hier langlaufe, komme ich doch richtig. So, dann. Ja, hier außen lang. Because wir gehen beim Händler vorbei. Ich bin mir nämlich sicher, wir haben ganz schön guten Loot bekommen. Genau, wissen tue ich das aber nicht. Und wir sind fast tot. Ich heile mich da dann doch mal. Der Händler ist hier. Genau. Einmal durch dieses wunderbar warme Wasser schwimmen. Und dann gucken wir noch kurz beim Händler vorbei. Und dann würde ich sagen, sind wir vielleicht auch schon am Ende der Folge. Sehr viel Geld. Freut mich. Oh, aber uns fehlen Sachen zu. Halt so eine Sache. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter erstmal. So, jetzt laufen wir einfach noch 10 Minuten. Wenn euch das Gelaufe zu langweilig ist, in der Playlist einfach das nächste Ding anklicken. Und weiter geht's. Was bist du? Behemoth. Ah ja, da steht feindliche Maschine dabei. Ich hab gehört, da links gibt's gratis Pizza und... Was? Teufel ist... Gebrennt in Lagerfeuer. Das finde ich gerade sehr angenehm. Okay, wir haben auch ein paar Dings, Levelaufstiege bekommen und mal gucken, was wir diesmal nehmen. Locke mit im Werkzeugmenü einen Gegner heran. Das finde ich jetzt ja nicht so gut. Ich kann Wächter überbrücken. Okay. Ah, hier geht's halt mehr jetzt nachher um die Pfeile. Und hier halt mehr so um den direkten Angriff. Ah, ich weiß nicht. Also das ist schon mal gut hier, ja? Präzision plus. Das nehmen wir. Während ich hier schön weiter schlittere. Hallo, nimmst du das auch mit? Erstmal hochheilen, das finde ich super. Ob ich hier jetzt wirklich durch will? Wir probieren es außenrum. Heilung nehme ich natürlich mit, umso mehr, umso besser. Ich würde gerne mal so ein Banditenlager, dankeschön, auskundschaften und ausplündern. Aber ich fühle mich mental noch nicht bereit dafür. Sowieso, schaut euch diesen Weg an, an wie vielen Gegnern wir vorbeikommen. Hier sind Gegner. Ey, da Stufe 32, da laufe ich auf jeden Fall durch. Wir laufen hier ganz schön langsam dran vorbei. Diese ganzen Horden bewegen sich ja auch, nicht vergessen. Die hier waren zum Beispiel vorher mitten auf unserem Weg. Da müssen wir halt einfach gucken. Sowieso, wir wollen ja auch noch die ganze Karte aufdecken und... Nein, du siehst, wo ist der? Frag mich, ob da oben irgendwie ein cooler Loot ist oder so. Vor allem hier ist alles so abgebrannt, so richtig trostlos. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht davon, dass ich die Story so toll predicted habe. Ich habe sie toll predicted. Die Story an sich ist aber nicht toll. Sag mal, das ist eine Lüge. Das sieht nach Ärger aus. Was für, ich will euch auflauern. Bin froh, wenn ich euch los bin. Sie ist da entlang.
ist gut, dass hier so viel Gesundheitsheilungszeugs rumliegt. Wo denn? Da rechts. Direkt vor mir oder was? Ich kann halt nicht sagen, ob ich da jetzt ungeschadet wieder hinkomme, wieder wegkomme. Seht mich. Niemand sieht mich. Okay. Speichern. Wir sind schon 7 Stunden in-game? Das ist eine realistische Anzeige? Oh mein Gott. Aber hier ungefähr in die Richtung gibt es noch ein Lagerfeuer. Nehmen wir natürlich mit. Und nochmal Heilung. Jetzt geht's aber ab hier mit Heilung. Jetzt bin ich unzerstörbar gleich. 4 Heiltränke. 1,5 Heilbeutel voll. Oh, habe ich hier gerade was gehört? Füchse. Ja. Solange ihr euch nicht dazu entscheidet, von jetzt auf gleich ultra aggressiv zu werden, mag ich euch. 19 Gesundheit. Das freut mich gerade total. Dass wir... Wobei, was seid ihr denn? Ist ja wieder Trampler, gell? Ich muss noch ein bisschen die Namen der Viecher lernen. Aber sonst ist eigentlich ganz gut. Wir haben noch so viel Weg vor uns. Ich sage euch, das wird noch ganz, 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 ganz schlimm. Wieso wähle ich denn das auf? Was seid ihr denn hier für Weg? Also, wenn ich euch nicht scannen kann, dann könnt ihr mich nicht sehen. So, und das finde ich ja eigentlich schon mal ganz gut, muss ich sagen. Warum wähle ich denn das immer automatisch auf? Ist das irgendwie auf einem Schnellzugriff bei mir oder so? Wenn ich das Mausrad rolle, das stört mich. Wir wollen gediegen an dieser 32er-Zone vorbei, also hier hätte ich gesagt. Das. Wir haben auch so ein Schnellreisekit. Wir könnten eigentlich sonst so hingehen. Aber wir gehen hier hin. Wir gehen hier hin. Wir nehmen auch den Fuchs mit. Hallo, ich hab... Ich sag, wir nehmen den Fuchs mit. Wir gehen kurz zum Lagerfeuer. Und speichern nochmal. Mach mal ganz kurz. Ich würde mal ganz kurz... Hier kurz... Gespielt 7 Stunden schon. Stufe 15, ja. Nochmal kurz speichern, damit wir hier weiterkommen. Ich werde mir das safe mal mit so einem Weltrekord-Speedrun angucken, so 5 Minuten. Ja, wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell geht. Klar, wir könnten Maschinen hier überall überbrücken und schneller reisen. Aber... ich bin da noch so ein bisschen... Ja, wie sagt man? Unschlüssig, ob ich da jetzt unbedingt mich trauen würde, zu so einer Maschine hier hinzugehen und zu sagen... Hey, wie geht's so? Möchtest du von mir überbrückt werden? Vor allen Dingen versuche ich gerade möglichst nicht gesehen zu werden. Es ist aber auch nicht mehr so weit. Nur noch 3000 Meter. Ich glaube, jeder hat schon mittlerweile abgeschalten. Und noch mehr Heilung, kein Problem. Also gegen Heilung habe ich ja nichts. Vorne müssen wir dann aufpassen. Ey, wie viel Heilung hier auf dem Weg rumliegt. Stein, glaube ich. Für Steine können wir nicht mehr aufheben. Hier nochmal eine Runde Heilung. Da ist eine verdorbene Zone. Und genau da will ich nicht hin. Ich speichere jetzt die ganze Zeit. Weil wir sind jetzt zum Beispiel hier schon am Ende der Folge angelangt. Die 40 Minuten sind voll und damit verabschiede ich mich natürlich mit einem schönen... Bitte seht mich nicht. Auf Wiedersehen von euch. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.